Das sind eine Menge. Was hältst du von unserem neuen Anführer? Aus dem werde ich nicht ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der Alte. Wir werden sehen, wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht zu wehren. Hey, wie geht's euch? Ich tue jetzt hier einfach mal ein Massaker veranstalten. Au. Oh, nice. Ah, das läuft. Ah, ich sollte so schnell wie es geht die Typen natürlich auseinandernehmen, ist klar. Aber immer wieder aufpassen, dass ich das Y drücke. Was mir natürlich jetzt nicht gelungen ist. Oh, kurz vor 8. Ah, nee, wir haben es ja gerade mal kurz vor 12. 11, kurz nach 11. Das tut weh. Wo willst du hin? Da wollte der echt abhauen. Ich glaub's, er ist hackt. So, sehr schön. Das haben wir erledigt. Hier drüben haben wir eine Heilpflanze, die braucht man jetzt mal kurz. Sehr schön. Und dann schauen wir noch mal eben auf die Karte. Ach du Kacke, wir müssen ja hier hin. Puh. Ich habe gedacht, wir sind schon in der... Nee, wir sind über 300 Fuß noch entfernt. Na gut. Wir gehen links rum. Mordor ist doch größer, als ich gedacht hätte. Weil in den Filmen sieht es eigentlich... Na gut, es ist groß, ja, aber es sieht aber auch recht klein aus. Ich war's. Aber du kriegst es auch gleich in den Nacken, so ist nicht. Komm mal her. Hast du das gehört? Nein. Oh, das ist ein größerer. Du glaubst, du bist stark? Ja. Du weißt nichts über Stärke. Ich zeige dir Stärke. Das bezweifle ich. Bring ich ihn halt um, wenn er zurückkommt. Verhören? Warum nicht? Das setze dich nicht. Na, holen wir uns noch ein paar Informationen. Wie wär's über den hier? Der ist ja noch hässlicher. Nice. Das habe ich noch nicht gesehen. Ist der gerade von selbst in den Tod gesprungen? Oh. Eine Rune. Windräder stellt bei jedem Schattenangriff 600... Oh mein Gott. Das ist eine Menge. So. Mithril-Klinge. Starten. Wie ein silberner Blitz schlug er in die Reihen des dunklen Herrschers ein. Ein jeder Gegner war bereits tot, bevor er die Bedrohung auch nur ahnte. Forme die Legende des Dolches von Archen. Achan. Oder? Ja, doch. Mal ein bisschen komisch anzusehen, R und N dann zusammen hintereinander. Oh. Das kann los. Was? Ich habe 3 Minuten? Wenn das Gewicht nicht stemmen kann, verdient ihr Leben nicht. Dann sollte ich mich mal beeilen. Freiheit! Oh Gott, war das knapp! Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer!
Das ist nicht mal so einfach. Fähigkeitspunkte halten. Ah, das ist geil. Nice, danke. Und jetzt du da oben noch. Oh Gott, da unten war ja auch noch einer. Ach nee, der da oben ist es. Jetzt ist die Frage, kann ich von dem gesehen werden oder nicht? Schützen sind Feiglinge. Sag zumindest Gorgum. Der weiß doch nicht, wovon er redet. Au. Ah, tut das gut. Das ist unsere Chance. Die Ene, da stört mich. Ich muss da irgendwie rumkommen. Blickt in den Himmel, wenn ihr auf Patrouille seid, damit sich der Grabwandler nicht so einfach auf euch stürzen kann. Ach, nischt mit in den Himmel. Du musst mal hinter dir gucken. So. Nicht gegen eine Wand, also wirklich. Der überall hinguckt. Komm ich hoch? Andauernd höre ich hier etwas, doch wenn ich mich umdrehe, ist nichts zu sehen. Ob ich mir das einbilde? Oh, natürlich. War schon leicht knapp gerade. Strumbock hat ihn nur kurz gesehen und ist schrecklich. Nice, wir haben es geschafft. Legende des Schattens erhalten. Läuft. Einführung, Waffenverbesserung, schließe Dolchmissionen ab, um Mirian zu erhalten. Wissen wir schon. Genau, das hat man ja schon vorhin gelesen gehabt. Puh, so. 440, Alter, leckt mich fett. Ich würde sagen, wir tun erstmal den Bogen aufwerten. Was haben wir hier jetzt noch? Erhöht den Höchstwert deines Fokus um 20. Machen wir da mal das noch. Den Rest kann ich gerade nicht updaten. Nee. Schade. Gut, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt. Den wollen wir jetzt erstmal hier reinstecken. So. Gut, dann sind wir hier vorne erstmal sehr gut ausgerüstet. Und dann können wir sogar noch in den Bogen eine weitere Rune einwerfen. Ich glaube, haben wir sogar was, oder? Ja, hier. Stellt bei jedem Schattenangriff 36 Fokus wieder her. Sehr schön. Gut, und dann gucke ich mich jetzt nochmal kurz auf der Karte um. Da haben wir noch ein paar Informationen. Dort wäre ein Ausgestoßener. Ah, hier wäre noch das Meridian. Hier unten hat man auch noch ein Artefakt. Artefakt und das... Hä? Ach, das zählt mit dazu hier. Okay. Kann ich schnell reisen? Ich kann schnell reisen, krass. So, und dann tue ich mal hier im Wegepunkt hinsetzen. So, und dann muss es hier irgendwo unter mir sein. Ah, da ist es. Hat er da noch was gesagt? Warum sagt er denn jetzt nichts? Das ist ja doof. Oh mein Gott. Orlok Graug, das war das Viehging, das wir da so fett auf der Fresse gekriegt haben. Diese riesigen Graugs sind nahezu unaufhaltbare Monstrositäten, die nichts als Tod, Zerstörung und Verwüstung bringen. Diese Bestien können eine Größe von über 15 Fuß erreichen und ihre Haut wird im Laufe ihres Lebens sehr dick und ledrig.
was sie fast unempfindlich gegenüber allen möglichen Arten von Pfeilen, Bolzen, Klingen und Hiebwaffen macht. Sie sind ungestüme, blutrünstige Untiere, die für den Kampf leben und ein sehr ausgeprägtes Territorialverhalten besitzen. Grauks sind recht selten in Mordor, stellen aber für die Orks eine ernstzunehmende Gefahr dar, wenn diese sich ihren Höhlen nähern. Selbst Trolle halten sich daher gewöhnlich von Grauks fern, und wenn sie es nicht tun, sterben sie meist einen grausamen Tod. Das ist klar. Sauron scheint diese Grauks für die Zucht von mächtigen Bergtrollen einsetzen zu wollen. Diese schuppigen Monster sind sogar in der Lage, die Mittagssonne zu durchstehen. Es ist alles nicht so geil, ne? So, jetzt müssen wir halt hier hinten noch in das Artefakt holen und dann haben wir hier wenigstens hier erstmal alles fertig und dann können wir weiter zu unserer nächsten Mission übergehen. Sorry. Na, wo willst denn du hin? Du bleibst schön da, wo du bist. Oh, hier unten haben wir, glaube ich, jetzt einen Kampf. Ah. Mal auf den reiten, das wäre ganz geil. Ah, oh, schade. Na ja, gut, ihr seid eh gleich alle weg. Was haltet ihr euch auch in der Nähe von... Was haltet ihr euch auch in der Nähe von Flammen auf, ihr Pfeifen? Oh, ich habe gerade gedacht, der verfolgt mich. aber der ist ja eingesperrt. Gott sei Dank sogar. Das hier sieht auch eine Art aus wie so ein Atom hier, aber... Nee, ist nicht. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. So, hier haben wir noch ein Artefakt. Das sammeln wir auf. Ah, dann kriegen wir gleich wieder was zu hören. Mal schauen. Ah, da unten. Wo bist du gewesen, Kind? Ich habe was gefunden, Vater. Das ist ein sehr seltener Stein. Er stammt aus dem Vulkan. Dort. Der Schicksalsberg ist ein ganz schlechter Ort. Er bricht aus, wann immer Sauron seine Ränke schmiedet und speit allerhand Übles in die Luft. Rauch, Staub und Steine, die den Boden verbrennen. Es ist als Warnung zu verstehen. Lange werde ich nicht schweigen. Ein wenig so wie deine Mutter. Nein, deine Mutter bitte nicht. Also ist dieser Stein? Es ist ein Stein, sonst nichts. Einen Stein musst du nicht fürchten. Noch den Schicksalsberg, der bis zu diesem Tag ruht. Wenn du von all dem etwas lernen möchtest, dann nimm dir das zu Herzen. Selbst solch ein übler Ort wie dieser Vulkan vermag etwas Schönes hervorzubringen. Wie deine Mutter. Alter, irgendwie war das jetzt so ein richtiger... Es gibt kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-hai-en starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Das sah aus wie... Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Das sah aus wie... wie so ein schlechter... Deine Mutterwitz. Nee. So einen Gefallenen muss ich da retten. Ich habe die Grauen schon länger überlebt als alle anderen. Brecht ihm die Knochen! Schüpfung!
Kommt doch. Was? Krass. Oh, ich wollte ihn mir gerade zur Brust nehmen hier. Ja, wird's aber gleich wahrscheinlich. Du und ich? Komm her, ja. Aufzehren. Nice. Dann haben wir sogar wieder ein paar Pfeile. Wir müssen nach oben. WTF, wie weit hoch denn bitte? Ja gut, müssen wir wohl. Ja, ist so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig auch. Also so ein bisschen... wie sagt man? Assassin's Creed? Batman? Ja, das war's eigentlich schon. Das ist so ein bisschen... Oh, da hinten ist wieder so ein Dicker. Oh, gut, dann werden wir mal den Sklaven hier befreien. Hatte die Sklaven eliminiert durch Schleichtötung. Kriegen wir einen. Das Geile ist, wir müssen nicht mal als Geist rumrennen. Krieger. Einer war ein Berserker, kein Krieger. Aha, okay. Dieser Dummkopf Krosch ist allein in die Höhlen gelaufen. Was wollte er damit beweisen? So stark ist er nicht. Wenn er schmeckt, fällt es dir immer noch schwer, auf den Beinen zu bleiben, Sklave? Was? Habt ihr das gehört? Hab dich. Faltläufer, hilf uns. Ja, mach ich gleich. Tarz war gerade mal einen halben Tag lang Hauptmann, bevor es ihn erwischt hat. Ich denke, der neue Hauptmann wird länger durchhalten. Oh mein Gott, war das knapp. Weg da. Explosionen! Wir wollen mehr! Explosionen! Guck mal! Widerstandskämpfer wurden geschlagen und wir werden alle zu Tode. Oh, nichts. Schneid mich los! Ich ertrage diese Qualen nicht. Ja, ich bin ja dabei. Lol, was ist mit der Kamera los? Schade, dass ich hier den töten musste. Der hätte mir noch ein bisschen Informationen bringen können. Danke. So. Noch einen Sklaven retten. Aber ich höre mir erstmal den da oben. Lasst uns nicht im Stich. Ja, immer mit der Ruhe. Ist natürlich doof, ne? Wenn die jetzt hier frei rumlaufen. Waffenübungen sind nicht so lustig wie das Töten von Sklaven, aber sie halten dich länger am Leben, das ist sicher. Das stimmt allerdings. Ich gehe mal hier kurz in Deckung, weil ich will unbedingt hier die zusätzlichen zwei Eliminierungen der Uruks noch haben. All diese Bleichhäute verpesten die Luft auf Festung Marn. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn ein oder zwei fehlen. Wenn dir mal nee, mach ich nicht, warte mal. Die anderen kommen hier auch gleich noch. Da muss ich mich kurz gedulden. Es geht leider nicht anders.
Für diese Lektion solltest du mir dankbar sein. Nice. Dich kriege ich auch noch. Oh, sehr schön. Dann hält man das nämlich jetzt auch und dann kann ich den hier durchschneiden. Oh, sehr schön. Erfolg freigeschaltet. Das freie Volk. Jawohl. Und ich krieg zusätzlich 50 Mirian. Ich kann. Einführung ausgestundener Rettungsaufträge. Durch das Abschließen von Rettungsaufträgen ist es eher wahrscheinlich, dass Ausgeschlossene der helfen, indem sie die Informationen überhaupt mal erbringen oder sich gegen ihr Peiniger wenden. Füße kaum spüren, doch ich finde schon die Kraft zu fliehen. Danke, Waldläufer. Gern geschehen, immer wieder. Hier gab's keinen Mord. Hast du einen Mord gesehen? Ich nicht. Wick und Morty. So. Jetzt müssten wir theoretisch in die Richtung. Theoretisch. Und ich denke mal, das werden wir auch so machen. Wir werden uns aber vorher